Ich war am Anfang nicht derjenige, der die Fahne da ganz hochgetragen hat. Das geht auf unser Haus insgesamt, weil wir gesagt haben, Mensch, eine Ausnahme jetzt. Wir wollen eigentlich eher weniger Ausnahmen beim reduzierten Mehrwertsteuersatz im Katalog bereinigen. Wir sind bewusst dazu gestanden. Und ich sage Ihnen auch, es gibt eine Kommission auf Berliner Ebene zwischen CDU, CSU und FDP, die sich Gedanken machen soll über den Katalog des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes. Das ist mir wurscht, die können sich über den Adventskranz und den Maulessen und vieles lang den Kopf zerbrechen. In der Frage war es für uns jetzt, sage ich Ihnen auch als Finanzpolitiker, aus dem Geschäft ist jetzt gleich der falsche Ausdruck, aber nicht unbedingt ein großes Verlustgeschäft. Weil das, was wir, es hat uns knapp 1 Milliarde bundesweit gekostet, knapp 1 Milliarde. Aber ein Teil dieser Milliarde sehen wir wieder, indem Sie investieren und den Auftrag an Ihnen geben und bei Ihnen Menschen beschäftigt sind und der auch wieder Mehrwertsteuer abführt und die Mitarbeiter bei ihm Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zahlen. Also wenn man den Kreislauf sieht, dann war es für uns volkswirtschaftlich gesehen jetzt nicht das große Verlustgeschäft, sondern es ist etwas, was sinnvoll war. Schon wenn wir das auch beibehalten, will ich Ihnen ausdrücklich zusichern.